hau da noch einen Lebensmittelstein nachher. Ich habe dann jetzt einen Schornstein auf dem Berg. Mhm. So, ich komme mal zu dir rüber. Ja. Aber nicht versehentlich ins Nether laufen. Das traue ich dir zu, nicht mir. Ja, wie gesagt. Oh, ich sehe deinen Berg von hier aus, der sieht nett aus. Ja. Und ganz ist noch nicht fertig, ich werde den noch anpassen, damit er noch ein bisschen hübscher aussieht. Ein bisschen in Form prügeln. Aber das Prinzip. Du brauchst halt so einen richtig fetten Berg drauf, hat sein. Was auch immer das ist. So, wo ist das Netherportal? Ich muss mal was essen, ich kann nicht mehr sprinten. Also, ich sehe da gar nichts, ich sehe da ein Netherportal. Ist nicht durchsichtig bei dir. Doch ein bisschen, aber nicht erkennbar. Sieh da ein Muster, ein hübsches Muster. Oh, neuer Follower übrigens. Aha. Hallo Twinch 2, willkommen in der englischen Community. Twinch 2. Nice. Modi, bist du mal im Chat, du musst eventuell gleich jemanden bannen. Mal schauen, was da... Wir schauen mal. Wir warten mal ab, was die erste Nachricht wird. Was bei dir das Bild, was oben auf dem ersten Stock bei mir hängt? Noch schreibt keiner. Da ist, also es ist schwierig zu erkennen für mich, also bei mir in meinem... Erster Stock hier meine ich. Also wenn ich nicht... Also das hier, das hinter dem Portal... Könnte fast wie Donkey Kong aussehen. Sieht so ein bisschen aus wie ein Donkey Kong, der oben drauf steht. Das Ding ist es. Okay, das ist auch cool. Aber es ist wirklich schwierig, sehr schwierig zu erkennen, weil es man... Ja, ich schick dir mal eben ein Screenshot, wie es bei mir aussieht im Moment. Screenshot bei meinem F2 war es, glaube ich. Mhm. Er sieht halt wirklich, also man kann es halt mit viel Fantasie kann man da was erkennen. Ja, bei mir ist relativ eindeutig. Schicke ich dir nachher. Ich will jetzt nicht. Mhm. Aber was ist oben bei mir am Turm? Hier, die Zweier? Das sieht aus wie so ein ich würde sagen, hier die Elfen vom Weihnachtsmann, so ein bisschen. Ah, scheiße. Das bei mir ist das nämlich. Sind zwei so Zwerge, würde ich es nicht nennen, aber die haben so eine spitze rote Mütze auf und die und eine spitze Nase und rote Klamotten. Also, das sind Elfen vom Weihnachtsmann, würde ich sagen. Bei mir ist das hier. Moment. Ich sehe es gerade nicht. Ich werde es nach einem Stream einblenden, aber. Eine Aufzeichnung einblenden. Ja, ich kann es kurz beschreiben. Es ist ein. So eine Art Königsbanner mit grün, goldener Drache und Schwert. Dann nimm doch lieber die Banner, die es hier gibt in Minecraft, finde da. Dann sind die auch für uns. Aber das sieht halt echt mal sau cool aus so. Oh, ich sehe meinen Berg auch von hier aus. Die Bäume stehen halt am Weg. Die Bäume sind halt am Weg. Ja gut, die können wir platt machen. Ich hab das Feuerzeug hier. Nee, ich glaube, das mag der Prof nicht. Ich habe übrigens hier zwei braune Banner an meinem Holzhaus hängen. Kannst du gerne nehmen. Braune. Ich habe auch noch zwei braune in der Kiste, wenn du sie brauchst. Ja, nee, ich denke, ich bleib bei den Bildern. Das sieht bei mir halt cool aus. Und schön in Landesfarben von Sachsen. Weil hier ist mir das eigentlich braun. Die Landesfarben von Sachsen braun. Ist ein Witz, die Farben. Wirklich sind die Farben grün und weiß. Aber ist so ein Gag. Wie man sich auch unter Sachsen erzählt. Ach, du bist aus Sachsen, das hätte ich ja nicht gedacht. Leipzig. Ja. Ursprünglich aus Sachsen-Anhalt. Der schöne Sachsen-Anhalt. Also in Sachen Rechtsextremismus auch nicht unbedingt viel besser, aber. Die waren übrigens Sachsen-Anhalt, der Landtag in Magdeburg, das war der erste Landtag, in dem die AfD vertreten war. Juhu. Also das war gar nicht mal Sachsen, sondern Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt war das erste Bundesland, in dem die AfD drin war.
Ja, komm, du brauchst dich ja nicht rechtfertigen. Du kannst ja nichts dafür, wo du wohnst. Moment. Ja. Ja, es ist halt. Und Leipzig ist ja eine bunte Stadt. Das ist ja Leipzig, ist ja. Ja, bunte Stadt. Sehr viel Braun und der Rest wird verprügelt. Wahrscheinlich. Ich bin nicht sicher, ob ich schon mal in Leipzig war. Ja, mir ist noch nichts. Auge. Mir ist noch nicht so viel passiert. Bist ein dicker, bärtiger, deutscher, weißer Mann. Ich glaube nicht, dass dir da jemals was passiert. Ja. Bin außer aber auch schon. Ich bin auch schon in einem Parteianzug quer durch die Stadt gelaufen. Also das ist schon. Ja gut, dann vielleicht. Das ist nicht jedem recht. Das ist nicht. Wenn du halt einen Anstecker mit Ich wähle links. Es ist ja klar erkenntlich, also die Parteiuniform ist ja grauer Anzug mit roter Krawatte und blauem Hemd. Es ist schon klar erkennbar, dass das die Partei ist. Das dann an dem Punkt. So, Schornstein ist jetzt fertig. Du sieht hast nicht. Eine Kiste voll Dreck, hast du gesagt. Nee, den Dreck habe ich ja weggeschmissen, den habe ich ja despawnen lassen bei dir hinterm Haus. Warum? Ich habe doch gesagt, ich brauche den später noch. Okay. Da sieht man mal wieder, dass meine Werbung, ich habe am Laptop extra unpersonalisierte Werbung eingeschaltet, sieht man mal wieder, wie das funktioniert. Ich habe gerade Werbung für Schwangerschaftstest bekommen. Und? Sieht man, dass das nicht personalisiert ist. Das ist. Okay, die Außen. Ich habe personalisierte Werbung und bekomme teilweise japanische Nudelsuppen und finnische Saunen empfohlen. Und okay, außen bin ich fertig. Ausländischen Metalbands. Also. Okay, der Berg von außen ist fertig gestaltet. Jetzt muss der nach innen. Ich trag den hier weiter ab. Ich werde den Berg jetzt auch erstmal abbauen. Mit den Sachen, die jetzt hier außen noch. Ja. Den Berg noch ein bisschen zurechtprügeln. Die Erde, die du findest, kannst du gerne bei mir ins Fass oben packen. Okay. Ich werde viel Erde brauchen. Ich terraforme ja hier. Generell immer. Okay, vielleicht doch andersrum. Danach muss ich mir dringend mal Clay besorgen. Denn ich hab ja vor, aus. Verdammt! Ich brauche jetzt noch ein bisschen. Ah, okay, sehr schön. Da so hin und da so hin. Naja. Ich habe halt keinen Ziegelstein mehr übrig. Aber es sieht besser aus. Das heißt, Ziegeltreppe wäre es noch. Na, ich lasse den Schornstein jetzt so. Sieht nicht zu sehr hübsch aus, aber. Ja, passt. Man guckt ja nicht so genau. Was für ein Haus ich baue. Ich will den Berg jetzt noch ein bisschen verkleinern, damit er nicht so breit aussieht. Ich würde sagen, ich will mich so ein bisschen am Fenster orientieren. Warum höre ich Minecraft-Sounds? Hm? Oh, Minecraft-Ingame-Musik. Kaum eins. In meiner Playlist ist Minecraft-Musik. In der Playlist ist okay, interessant. In der Playlist, nicht in deiner. Die gehört weder dir noch mir. Stimmt. In meiner Playlist, weil ich die benutze. Also das, also, ja. Du musst dich nicht rechtfertigen. Ich bin nicht mal sicher, ob. Es ist ja egal, wem die gehört. Ist ja kein. Ja, es gehört ja niemandem. Nur weil es von einem bekannteren Streamer erstellt wurde, weil er sie ganz gern benutzt und öffentlich freigegeben ist, heißt nicht, dass es seine ist. Ja. So sehe ich das auch. Außer es wäre die von Montana Black, dann wäre es wahrscheinlich seine. Ach, Montana Black. Ach, magst du ihn nicht oder was? Ich enthalte mich. Ich will vor allem keinen Beef mit denen. Mit seiner Community. Mit seiner 10-jährigen Community. Das ist.
Ich sag da nichts zu. Ich finde ihn eigentlich ganz in Ordnung. Zu meinem Schutz sage ich da nichts zu. Es ist. Ich glaube, der interessiert sich an feuchten Scheißdreck für dich. Glaube ich auch, aber es ist. Für seine Community kannst du nicht sprechen, das ist. Doch, ich kann dafür sprechen, dass die sich wahrscheinlich auch einen Scheißdreck für dich interessieren. Du hast weder Geld, noch bist du berühmt, noch bist du sonst was, du bist höchstens vorgeworfen kriegen. Weißt du was, das ist mir sowas von egal. Das ist mir sowas von egal. Wollen wir mal schlafen gehen? Nee. Ich hab keine Spitzhacke mehr, ja. Bin schon im Bett. Am Tag baut sich's besser ab. Ja. Jetzt kannst du ja nicht mehr einfach sagen, Prof, mach mal bitte Tag. Doch, kann ich schon sagen. Er ist ja im Chat, er guckt dir zu, es ist ja vielleicht. Ich glaube nicht, dass er im Chat ist, ich glaube, er ist auf dem Server. Wobei, du könntest ihn anschreiben. Prof, mach mal Nacht. Wenn es jetzt Nacht wird, wissen wir, was los ist. Das war jetzt herrlich dämlich. Das war sehr dämlich. Ich habe gerade meine Spitzhacke zerstört, dadurch, dass ich Erde abgebaut habe. Das war jetzt herrlich dämlich. Oh mein Gott. Warst du die Diamantspitzhacke? Nee, eine Eisenspitzhacke. Dann ist egal. Oh, Eisen ist natürlich Kadesh. Du müsstest noch Unmengen Eisen und Dynamine haben, falls du welches brauchst. Ich habe auch noch Eisen in der Kiste, glaube ich. Wenn du sie nicht weggenommen hast. Ich habe mich wieder in deine Mine gebaut, aus Versehen. Wenn du es nicht weggenommen hast, dann habe ich noch Eisen in der Kiste. Nee. Übrigens, wenn du in der Mine bist und an der Decke irgendwo Erde siehst, bitte bau sie nicht ab. Kommst du bei mir raus? Das könnte gut passieren. Bis zum nächsten Mal habe ich es vergessen. Ich setze einfach raus drauf. Spätestens wenn du merkst, da sind Wände aus was anderem als Stein, dann weißt du, vielleicht solltest du nach unten gehen und wieder zumachen. Ich werde es bis dahin, bis ich dann wieder bis in die Höhle gehe, weil ich das vergessen habe und dann. Und dann darfst du dich einfach von unten tragen. Ich komme dann in deinem Haus raus und dann. Oh, ha! Du hast irgendeine coole Struktur oder ein Dorf gefunden. Ja. Dann bin ich im Profs, in Mollys Haus dran. So, ja, die kann ja darüber noch eine. Auf die Höhe würde ich es dann noch mal bringen. Ich glaube, ich hole mir eine Spitzhacke. Und 51 habe ich jetzt hier. Dann bring mal rüber. Ich habe jetzt gerade keine mehr. Ich habe auch noch im Inventar einiges. Ich meine, in den Kisten habe ich noch einiges. Ja, wie gesagt, dann schmeiß mal rüber. Ich brauche die hier. Sehr gerne. Was man mal sagen würde, in Minecraft, man braucht Erde. Ich bringe die alle mit, die ich habe. Hm. Ich bin übrigens beeindruckend, wie breit wir aufgestellt sind. Wir haben praktisch alle unser eigenes Grundstück. Und du dein Dreckhaus hier noch. Das ist eine Hobbithöhle. Ah nee, sorry, dein Holzhaus hier. Schmeiß einfach hin. Schmeiß die jetzt einzeln hin, das dauert jetzt ein Weilchen. Stunden später. Okay. Nee, warte, ich habe noch mehr. Ja, dann hau raus. Ich hab dir jetzt nur ein Stack einzeln geleert. So, jetzt hast du noch mehr.
Das war alles, was ich im Inventar habe. Ich brauche selbst noch. Hier deine Leine noch. Ich brauche selbst noch ein bisschen was. Ich muss den Berg eventuell noch ein bisschen aufbauen. Ja, ich habe jetzt 3 Stacks, das reicht. Ich brauche den ja nur, um hier den Boden zu erweitern. So. Das tue ich, glaube ich, erstmal hier rein. Das hier schön aussieht. Die Musik ist relativ chillig gerade. Hm. Scheiße, wollte ich nicht noch irgendwann einen Rahmen machen? Ja, ich wollte Kühe suchen gehen. Moment, habe ich nicht sogar... Oh, ich habe sogar genug mit für eine Leine. Cool. So, und wieder zurück zur Hobbit-Höhle. Ich mache mir jetzt eine Hobbit-Höhle dort drüben. Da kann ich das Holzhaus da als Lager benutzen. Ja, mach doch. Kisten stellen und so. Eine Spitzhacke wollte ich mir craften. Bin auch blöd. Ich finde es auch wirklich interessant, wie jeder so irgendwie sein Konzept hat. Du baust irgendwie nach Anleitung ein Hobbit-Haus. Hoffe da sein Ding. Und ich mache hier halt einfach das klassische kleine Dorf mit Farben. Ja. Wird ein ganz buntes Haus. Das war ich am Stottern. Ein buntes Dorf, würde ich sagen. Ein ganz buntes Dorf aus mehreren Konzepten. Das ist ja. Ich mache hier einen Zaun drum und stelle Eisengolems hin, die euch verprügeln, wenn ihr in die Nähe kommt. Ach was? Bin ich sicher, ob man das machen kann. Es wäre cool, wenn man Golems programmieren könnte. Als ob du uns nicht in dein Dorf lässt. Nur gegen Geld. Okay, Mensch, Mordi. Ich wollte ein Haus bauen. Das war der Plan. Setz dich hier schön hin. Du hast immer noch dein Leiter. Dein, nicht Leiterhaus, sondern dein. Bah. Denk mal 6 auf 6. Ich bin nicht mehr in der Lage zu reden. So. Wir sollten an dieser Stelle beenden. So, das ist so eine gute Grundfläche. Aber lass noch eine Stelle frei, wo Seppi sein Haus dann bauen kann, wenn er mal dazu kommt, wo er sein Grundstück haben kann. Ich mache hier den ganzen Berg platt, also von daher genug Platz wird sein, wenn ich mal fertig bin. Stein nicht mit der Hand abbauen. Er hat ja zugesagt, nächste Woche dabei zu sein. Okay, ich habe also, auch ein gemacht. Ich gehe mal davon aus, dass er seinen Termin einhält. Oh, jetzt noch ein Bild. Wie das Original aussieht. So. Brauche ich sehr viel Clay, weil ich alles aus Beton machen werde. Machst du ein neues Bild für den für das Nether-Portal oder was? Nein, warum? Der Golem, der bei mir ist, sieht ziemlich cool aus. Ich mache mir hinten in der. Was jetzt tatsächlich ein Golem aufgebaut oder was? Dafür habe ich noch nicht genug Eisen, aber ich habe vor, einen zu machen. Definitiv. Der Modi will nicht, dass wir zu ihm kommen. Nicht für euch, für die Monster. Und für euch. Mensch. Das gibt's doch nicht. Hey, ich wollte erstmal einen Rahmen haben. Das heißt, ich sammle jetzt erstmal Kühe. Das wiederum heißt, ich gehe in Richtung. Habe ich nicht einen Kompass? Ich habe eine Rüstung. Der Berg muss sturzsicherer sein. Hm? Der Berg muss sturzsicherer werden. Du musst den so bauen, dass der hier. Dass man da nicht mehr so leicht runterfällt. Ich mache mir eben eine Leine, nehme ich die Kühe mit. Ich glaube, ich gehe einfach mal in die andere Richtung, nicht in den Sumpf, sondern über den Berg. Oh, wir haben einen Pigman. Pigman? In meinem Haus. Was ist ein Pigman? Ein Schweinemann. Okay. Ich glaube, der wohnt jetzt hier. Dann lass ihn nicht raus. Natürlich lasse ich den raus, der greift uns ja nicht an. Oh, ups, ich habe ihn aus Versehen an. Ich hab ihn schlecht angeguckt. Oh nein, er hat Gold verloren. Lass ihn Miete zahlen.
Ja, solange ich das Haus benutze, werde ich die auf jeden Fall da drin behalten. Okay, als Kochkunst funktioniert das. Dann packe ich mir mal meinen Scheiß in meine Kisten. Ich mach das Gebirge, ich mach den Berg jetzt hier Idioten sicher, dass man da nicht mehr so viel Fallschaden kriegt. So, den Dreck packe ich ins Fass. Setzlinge. Oh, ich hab sogar gerade die Schleimbälle hier drin. Ich brauche da auch unbedingt noch ein Lagerhaus. Das kann ich da oben bleiben. Okay, ist eben. Oh, cool, ich habe 2 Leinen. Nice. Also prinzipiell kann man hier jetzt nirgendwo mehr runterfallen. Wunderbar. Außer vorne. Beim Eingang. Hier hinten. Das brauche ich nicht. Blind, ja, kann dazu. Pfeile kommen auch dazu. Hier kann man auch runterfallen. Pfeile nehme ich halt mal mit. Mit dem schlechten Bogen zusammen, die Stöcke. Ja, den Rest kann ich da benutzen. Autsch. Du wirst jetzt übrigens ein paar Nächte klarkommen müssen, weil ich habe jetzt vor, auf Reisen zu gehen. Ey, dann lass uns nochmal schlafen, weil ich habe gerade kein Herz. Nur noch ein Herz. Darauf wollte ich hinaus. Und dann bin ich gestorben. Man kann hier nirgendwo runterfallen, außer vorne. Ja, ich bin gerade hinten runtergefallen. Aber ich hatte nichts dabei. Aus der Erde. Eine Spitzhacke. So, lass uns nochmal schlafen gehen hier. Ich bin schon im Bett. Sekunde. Ich warte. Ja, ich weiß nicht, wo sein Bett ist. Hast du diesen Eigenes in deinem Berg steht? Ich bin gerade bei Prof drin, ich wollte mal gerade bei Prof schlafen gehen. Ich hab mein Bett gespawnt. Wo hat der Sack sein Bett? Er hat wahrscheinlich noch keins. Sieht so aus. Okay, nee, schade. Er hat doch gemeint, er hat doch keine Inneneinrichtung. Okay, ich komme gerade auf die Leiter nicht klar. Sekunde. Sein Haus ist groß. Ich muss jetzt mal rauskommen. Ach, dein Haus ist groß. Wie unerwartet. Es sah ja sehr klein aus. Mich verwundert es ein bisschen, dass er kein TNT am Eingang hat. Dass er keine Falle gebaut hat, sondern wenn Fremde da reinkommen, dass dann pff. So, bin im Bett. Sehr schön. Sehr schön. Ja, der Innenraum ist bei mir noch sehr minimalistisch. Bei mir ist der Innenraum ist noch sehr minimalistisch. Und der wird noch eingerichtet. So, ich habe Essen dabei. Der Berg ist ja jetzt halbwegs in Ordnung. Ich schätze mal, 37 Karotten dürften reichen. Ich habe noch jede Menge Fisch bei mir drin, wenn du Fisch haben willst. Nimm ja, dir nee, noch ein bisschen Fisch mit. Ich bin jetzt nur auf der Suche nach Kühen, die ich nach Hause bringen kann. Von daher, ich gehe einfach mal in die andere. Hier ist ein Zombie im Berg. Okay. Oh, das sieht doch halbwegs in Ordnung aus. Jetzt müssen wir es hier noch ein bisschen. Hier müssen wir es noch ein bisschen anbrechen. Oh nun, ich habe 5 Knochen. Ich könnte einen Hund mitnehmen, wenn ich einen finde. Mach das. Der letzte ist ja leider irgendwo abhanden gekommen. Ja, immer noch schade um den Hund. Den hätte ich gern gehabt und neben meinen Vogel gesetzt. Ist wieder Pokémon. Ja, stimmt, das war ja der Fortschritt, den ich gemacht habe. Prof hat ein Haus und eine Farm und alles gebaut, ich habe. Du hast alles möglich, du hast Diamanten geholt. Wow. Ach, der hat die Nachricht gelesen oder was? Ja. Sehr schön. Wenn er zusehen würde, würde er wahrscheinlich auch lachen. Ja. Das kam jetzt halt super random. Halt aber zu spät, das ist.
Aber er hat relativ spät drauf er hat spät drauf reagiert. Oh, jetzt ist Strand. Nicht das, wonach ich so. Warte mal kurz. Oh, Schwein. Schwein tot. Ich wollte gerade schreiben, dieser Prof, der stinkt doch echt doll. Dann werde ich noch von dem Blitz erschlagen. Ich lasse es mal lieber. Oh, Blumen auf dem Berg. Das ist auch was Seltenes. Bringst ein Pferd und ein Nametag mit. Pferd muss ich mal schauen. Könnte sein, dass ich eins finde. Wir müssen unbedingt noch, bevor Prof das nächste Mal auf den Server kommt, müssen wir dem noch ein Pferd mit dem Nametag Drawn auf den Balkon stellen. Ja, definitiv. Das müssen wir nochmal machen. Eine Katze erhängen vor seinem Haus oder sowas. Irgend sowas müssen wir hinkriegen. Oh, Lavaquelle, hey. Oh, da ist ein Schaf, hey. Bist du jetzt schon unterwegs, oder was? Ich bin schon sehr lange unterwegs. Ich bin einfach random in eine Richtung gegangen. Okay. Wenn dich wieder verirrst, du weißt, zum Nullpunkt laufen. Ja, ich weiß, ich kenne die Koordinaten, ich habe ja alles aufgeschrieben. Das hat beim letzten Mal nicht geholfen. Natürlich nicht, weil es Nacht war und ich komplett unbewaffnet und unvorbereitet los bin. Du bist hoffentlich diesmal vorbereitet dann losgelaufen. Ja, und ich habe ein Pferd gefunden. Auch eins in der Farbe? Ein braunes, ja. Dann anleihen und mitnehmen oder züchten, damit du es reiten kannst. Ich bin noch dabei. Angeleitet muss es dann auf dem Balkon werden. Wie findet man der Nametags? Wie war das? Ich hab gesagt, angeln. Gibt doch bestimmt noch andere Wege. Vielleicht findest du unterwegs eine Truhe was. Das wäre eine Möglichkeit. Ich guck, ja, ich werde erstmal einen Nametag suchen gehen. Pferde sind nicht. Also, angeln bringt's nicht. Angeln ist ein bisschen. Du kannst ja weiter angeln. Ich hab's versucht, ich hab stundenlang geangelt, das bringt nichts. Ich krieg keinen Nametag. Wie viele Zauberbücher hast du eigentlich in der Zwischenzeit gefunden? Null. Oh. Aber einiges an anderen. Ich habe viel Material gefunden für neue Angeln. Ich habe Angeln geangelt. Das ist. Du hast Angeln geangelt. Das ist wirklich. Ist das an dem Punkt nicht eine sich selbst erhaltende Maschine? Du angelst eine Angel, während deine Angel kaputt geht. Nee, die Angeln an sich nicht, aber das Material dafür. Also Spinnenfäden habe ich geangelt und Sticks und das Zeug, damit du den neuen Angel bauen kannst. Das ist ja großartig. Oh, ich habe die Bärenbüsche gefunden. Oh mein Gott, das heißt, wir sind im Fuchsbiom. Oh, bring einen Fuchs mit. Ich habe vor, einen Fuchs mitzubringen, beziehungsweise ich muss eigentlich ein Jungtier mitbringen. Bring mehrere Füchse mit. Da wird Seppi drüber freuen. Das kommt bei mir ans Netherportal. Seppi freut sich über Füchse. Warum? Musst du ihn dann fragen. Meine Füchse sind super Tiere. Aber. Nein, denn. Die Person, die sich eigentlich über Füchse freut, die haben wir noch nicht eingeladen. Die kommt nicht mit da dazu. Aber selbst ich auch. Und wir alle. Wir alle mit den Füchsen. Ja, sind okay.
habe auf jeden Fall Büsche dabei. Also Monsterfallen können wir bauen. Übrigens, mein Stream ist jetzt 3 Stunden 13. Was? Wir spielen jetzt hier schon seit über 3 Stunden. Der Wahnsinn. Ich habe 10 Minuten, ehrlich gesagt. Ich habe hier mein Haus, was ich geschafft habe in der Zeit, ist irgendwie, naja, ich habe das Haus halt, die Außenwand vom Haus gebaut. Das ist halt wirklich, was man so in 3 Stunden in Minecraft schafft, ist halt... Ja, du hast die Außenwand gebaut, ich habe ein Netherportal, ich habe eine Diamantspitzhacke, ich habe eine Höhlenbasis gebaut, die nicht gut aussieht, aber sie ist da. Ist halt wirklich kriminell, wie wenig. Ich habe ein Pferd und Nametags und alles. Ja, du kommst irgendwie voran, aber was ich hier schaffe in Minecraft ist wirklich kriminell, wie wenig das hier. Auch eine Anleitung. Wie wenig ich hier schaffe.